Hey Pete, ich arbeite an einer College-Bewerbung und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker. Bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ. Ist doch klar. Ich versuche, einer anderen großartigen Frau nachzueifern. Meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Visions Academy. Was noch? Ich schätze, ich helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Harlem. Sie ist Stadträtin Rio Morales. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und, wie ich finde, eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und ich wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Starb durch Martin Lees Bombe. Im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, habe ich von meinem Vater. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man es auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu erwähnen. Sicher kannst du das. Du musst nur... warum fängst du keinen neuen Entwurf an? Wir sind bereit. Alles okay? Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt, schalt mich aus. Das klappt. Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen. Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Bin da! Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Hi. Mein Name ist Mr. Parker. Und heute ist unser Glückstag, weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer! Oh,
Wissen Sie, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teich laufen können? Stichwort Oberflächenspannung. Ich muss mal. Okay. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung, Gamma, ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F dividiert durch die Länge, L, der Linie, auf die die Kraft einfällt. Kann jemand... Ich bräuchte mal Hilfe. Mr. Morales, richtig? Können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauche diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, werde ich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Warum heute? Ich bin sowas von gefeuert. Direktorin Evans hasst mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruckzuck zurück. Gut. Ich habe noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh, dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh, dann nichts wie in die Stadt. Kümmern wir uns schnell um Marco. Hey, MJ. Hey, Jungs. Ihr solltet schnell nach Downtown. Wir schwingen gerade durch Brooklyn. Hat dich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar, dass JJJ dein neuer Boss ist. Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Den habe ich seit Jahren nicht gesehen. Zeugen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrieb. Er wirkte wütend und paranoid, wahnhaft. Er ist einfach explodiert. Mann! Hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste habe ich schon gesehen. Pass auf. Gut, dass es jetzt zwei Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke, MJ. Wir könnten hier unsere neuen Tüfteleien nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast sie doch dabei, oder? Kein Kommentar. Hatte recht. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Er holt aus, Bro! Hat er etwa Hunger? Der Große braucht einen Snack! Wie ist der Plan? Lenk ihn ab! Ich hab ne Idee! Immer noch sauer, Marco? Wie wär's mit Yoga? Ist wohl mehr der Pilates-Typ. Das war die Idee? Hab nie gesagt, dass sie gut ist. Das sollte ein normaler Tag sein. Musikunterricht, heimliche Gespräche im Lehrerzimmer. Nehmt die T-
Treppe, Leute! Spider-Man! Eine Lieferung für dich! Heiß und fettig! Bin da! Benny Markus? Ich wünschte, ich könnte das. Hab ihn abgesetzt, nachdem er auf meinen Anzug gekotzt hat. Kein Einzelfall. Sandman hat auch ein paar Freunde ausgekotzt. Was zum? Das kann er? Offensichtlich. Ich brauche dich. Mr. Parker? Tut mir leid, wer ist da? Direktorin Evans. Natürlich, Direktorin! Alle Schüler haben die Klassenzimmer evakuiert. Wo sind sie? Mr. Parker? Ich hab... Los! Etwas im Auto vergessen! Was war das? Nichts! Ich bin nur... Ich meine, ich bin gerade auf dem Weg. Kommen Sie zurück und kümmern Sie sich um die Schüler, sonst... Das klingt nicht so gut. Fast geschafft. Wie läuft's bei dir? Miles? Anruf von Direktorin Evans. Oh Mann. Wie geht's von der Schule? Hey! Du schwänzt doch nur! Ich habe während eines Notfalls die Schüler allein gelassen! Ja, das gibt Ärger! Das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe! Ich will dir helfen! Aber zuerst wird es wehtun! Typ. Lass mich gehen, sonst bist du tot. Er hört nicht zu. Wir müssen eins drauflegen. Wie? Er hasst Wasser. Seine Schulter ist schon nass. Elektrizität mag er dann sicherlich auch nicht so. Du hast es geschnallt. Ich schieß mit Netzen und lad mich auf. Jetzt lasse ich erstmal das Wasser laufen. Thank you.
Netz. Pass auf, Alter. Sie auch, Mr. Parker. Mach ich. Moment, was? Er weiß es? Denki weiß alles. Außerdem waren wir vorhin echt auffällig. Die Begabtenschule war echt die falsche Wahl. Es funktioniert, jetzt bloß nicht nachlassen. Okay, danke, Genki. Ihr hättet wegbleiben sollen, Spinnen. Ist er immer noch da, wo wir ihn haben wollen? Vielleicht war ich dazu voreilig. Und er wird definitiv größer. Blätter weiter. Wir sind fast da. Der Wassertank. Ich wollte nur ein normales Leben, wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich geht es nur so. Zu tun. Ohne diesen Wassertank sind wir morgen noch hier. Ja! Immer weiter, Miles. Ich wollte nur ein normales Leben. Das ist doch wirklich! Jetzt ist es zu spät. Oh Mann! Und die Direktorin denkt, dass ich... Ich kann mit deiner Direktorin reden, aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Te quiero, mijo. Wie Ma schon sagte, New York braucht uns. Könnte ich auf jedes College. Oder Spider-Man könnte. Okay, das kann warten, Miles. Pass auf.
geschafft? Der letzte Patch für den Anzug hatte Macken, aber wird schon schief gehen. Die Netzflügel, sie fliegen. Das war's noch nicht. Marco ist am Strand von Pier 4. Wenn er an den ganzen Sand kommt, ist er wohl gerade. Brauche dich sofort, Miles. Dich, Marco! Unschuldige Menschen sind in Gefahr! Aber nicht um mich. Auf Marco wollten sie mich treffen. Das Sandman ignorieren sie nicht. Herr, die Klasse ist wieder vereint. Unterricht! Markus Sturm erzeugt eine Menge Elektrizität! Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Pulgurit! Genau wie bei den Minis! 1+! Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn! Bist du der Blitzkratzen? Hältst du das aus? Finden wir es raus! Bro, wie genau willst du einen Blitz umlenken? Wie du sagtest, wir müssen kreativ sein! Ich hab Sand. Überall. Marco, alles wird gut. Gut ging es mir. Schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen. Uns
Das Alter macht dich langsam, Sergei. Das wirst du nicht erleben. Ich beschatte dich seit Stunden. Du hast nichts gemerkt. Ist. So, wie wäre ein neues Jagdgebiet? Entfacht das Feuer. Die große Jagd beginnt. Spinnt. Pete, siehst du das? Eine Sekunde, Mike. Geschafft. Du bist sicher. Ja, hier auch. Hey, Genki? Ich weiß. Die ganze Telekommunikation liegt lahm. Was passiert mit eingehenden Meldungen? Die kommen in die Warteschlange, aber... Warte. Ich probiere mal was. Mach schnell. Direkt vor dem App-Ausfall gab es einen Hilferuf an der Ecke Liberty und Broadway. Ja, und damit willkommen, endlich kann ich reden, willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Ergo Games. Und wie ihr seht, wir spielen Marvel Spider-Man 2 und ja, ihr habt es mitbekommen, ich konnte jetzt schlecht was sagen, denn so wie der erste Teil anfing, fing auch der zweite an und ich muss sagen, es ist fantastisch. Es ist eine Weile her, dass ich den ersten Teil gespielt habe. Und ja, ich freue mich auf den zweiten Teil. Es hat auch etwas gedauert, bis ich ihn endlich anfangen konnte. Normalerweise wollte ich ihn pünktlich zum Release spielen. Allerdings ne, gab es hier und da Dinge, die leider ne, mich dran gehindert haben. Nun ist es endlich soweit. Und ich muss sagen, Alter, ich bin baff. Ja, wir spielen, wie gesagt, Spider-Man 2. Wir haben jetzt die Möglichkeit, glaube ich, also ich bin ehrlich, ich habe nicht so viel vom Gameplay und Co. gesehen, aber ne, Gameplay ist halt für mich, alter Hase, in dem Sinne super, weil, ja, ich habe, ne, wer die Steuerung kennt, was weiß ich ja, Batman-Reihe und sowas, ne, die Arkham-Reihe und mehr. Also ich muss sagen, mega. Ne, und natürlich spielen wir wie immer auch auf den härtesten Schwierigkeitsgrad, diesmal sogar spektakulär. Beim ersten Teil musste man den, glaube ich, erst freischalten, aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und ja, was soll man sagen? Der erste Kampf gegen The Sandman war schon geil. Ne? Wir haben überlebt. Ich dachte schon, wir sterben, was halt nicht so schön gewesen wäre. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt gucken wir uns erstmal um. Genau, okay. Genau, ich konnte jetzt auch nicht mittendrin lesen, weil... Es einfach zu, ne, ich wollte jetzt nicht die Action unterbrechen, weil das wäre sonst blöd gewesen. Aber ja, wie gesagt, wir spielen Peter Parker und Peter und eben
und den guten Miles Morales, den wir ja durch das DLC kennengelernt haben, wer es gespielt hat. Ich wiederum habe es ja auch auf dem Kanal Let's Played. Auch, ich glaube, auch zu 100%. Ich weiß es jetzt nicht. Und ich werde versuchen, diesen Teil auch zu 100%. Es kommt dann immer darauf an, was man alles sammeln muss, um eben die 100% zu erreichen. Dann lasse ich mich überraschen. Und ja, der zweite Teil ist auf jeden Fall nochmal etwas genialer. Ne? Ihr habt schon gesehen, der gute Raven, ich glaube Raven the Hunter war am Start gewesen. Ne? Sandman haben wir jetzt schon gesehen. Und wir haben auch ganz am Anfang eine etwas alienartige Substanz gesehen. Und wer Spider-Man 3 damals den Film gesehen hat oder die Comics kennt, der weiß, um wen es sich da handeln wird. Und ja, wir haben es ja auch im Trailer gesehen, wer da aufgetaucht ist. Ein Charakter, der ziemlich nice ist. Und man muss sagen, es sind viele Sachen dabei, die man auch im Spider-Man 3, im Film jetzt gesehen hat, sind ja auch im Spiel mit dabei. Und ich bin gespannt, was uns da noch so Schönes erwartet. Aber ja, jetzt erstmal schwingen wir uns durch die Stadt. Und natürlich, das Schwingen ist wie immer erste Sahne, also... Ja, also wie immer, erste Sahne. Jo, ich bin schon auf dem Weg. Spidey Action. So, ja. Warte, ich bin gleich da. Hier. Die Wache da vorne rief uns an, doch die Verbindung ist abgerissen. Wir müssen durch und reagieren. Bin dran, Chief. Okay, räume das Hindernis weg. Räume das Hindernis. So, zack, nein. Ah, okay, Steuerung erstmal wieder reinkommen. Aber ich muss, wie gesagt, sagen, ich habe mich gut geschlagen bei den Kämpfen. Na, das waren halt nur die ersten Kämpfe. Mr. Parker, ich brauche Hilfe, um die App wieder online zu bringen. Was brauchst du? Das Dach an der Ecke von Worth und Lafayette. Wie ist der Plan? Die Telekommunikation wird noch stundenlang lahmgelegt sein, also erzeugen wir unser eigenes Netzwerk. Keine leichte Aufgabe. Wie lange planst du das schon? Ich träume seit der 7. Klasse davon, aber Plan? Seit 2 Minuten oder so. Okay, der gute Genki ist auch am Start. Auch ein sehr netter Charakter, den wir ja auch kennengelernt haben durch Miles. So, okay. Alter, es ist einfach geil, ne? Also du bist sofort wieder hier drin in dem Game. Hast lange nicht gespielt, aber Steuerung und alles. Also das Feeling ist immer noch dasselbe. Ja, ist okay. Und ja, ihr seht... Hallo? Peter? Okay. Ja. Das fängt schon gut an. Ja, und ihr seht, der gute Peter sieht etwas anders aus. Das hat damit zu tun, also ich bin ehrlich, ich habe das remastered. Es sollte dort einen Starter geben. Was ist das für ein Zeug? Ein neues Startup führt hier eine Umweltstudie durch. Der Starter ist für Wettersensoren in großer Höhe. Und dieses Startup ist einverstanden? Klar, hab den Boss gefragt. Super netter Typ, der Spider-Man liebend gerne helfen will. Okay, also ich bin ehrlich, ich habe das Remastered von Spider-Man 1 nie gespielt, deswegen muss ich mich noch etwas dran gewöhnen, dass Peter jetzt aussieht, wie er aussieht, weil ich eben noch die PS4-Version damals gespielt habe. Und ja, gut, was haben wir hier Schönes? Ernsthaft? Wir können was bauen? Sieht aus wie eine Drohne. Wir spionieren niemanden aus. Oh nein, alles mit Zustimmung. New Yorker schicken Nachrichten über die App, die an diese Drohnen geleitet werden. Ich nenne sie fokussierte Relais-Nachbarschaftsdatenpunkte. FR? Habe ich gerade einen Freund? Hast du? Haha, aus der 7. Klasse war so cool. Okay, also, wie kriegen wir das in die Luft? Okay. Es gibt jede Menge störenden Datenverkehr. Ich habe einen Weg auf dem Visier markiert. Dann ist das Signal klarer. Okay, sammel Netzwerkdaten Bonus. Ja gut, kennt man ja, ne? Oh Gott. Alter. Okay.
Okay, wow. Wow. Mist, Mist, Mist. Nicht perfekt geschafft. Oh Gott. Und bam. Das lokale Netzwerk müsste gehen. Ich benachrichtige die App-User. Die Meldungen müssen jede Minute eintrudeln. Wir haben es geschafft. Wieder am Werk. Wunderbar. Aufstieg. Yay. Stufe 1, Stufe 2, okay, wunderbar. Okay, also es ist das gleiche wie mit den Funktürmen, ne, die wir quasi machen müssen, um die Umgebung wieder mit Strom zu versorgen und so. Ne. Du wurdest hochgestuft und hast einen Fertigkeitspunkt verdient. Du kannst Fertigkeitspunkte ausgeben, um neue Angriffe und Moves zu lernen. Kennt man? Das ist der gemeinsame Fertigkeitsbaum. Er enthält Fertigkeiten, die beide Helden nutzen können. Okay, das ist cool. Ich dachte jetzt, wir können für jeden separat das machen. Ach, wir können das sogar, sehe ich gerade unten links. Okay, nutzen können. Jeder Held besitzt außerdem einen einzigartigen Fertigkeitsbaum. Navigiere zu Peters Fertigkeitsbaum. Spider-Peitsche. Ein Angriff, der mehrere Gegner in einem Luftkampf hochschleudert, ist ausgewählt. Gib deinen Fertigkeitspunkt aus, um diese Fertigkeit zu kaufen. Du hast die Spider-Peitsche gekauft. Verdiene EP, steige auf und erhalte zusätzlich Fertigkeitspunkte, indem du Missionen abschließt und Gegner besiegst. Gut, das kennen wir ja alles. Ne? Ist ja nichts Neues. Drücke L1 und Plus, um Gegner in die Luft zu heben. Finde ich gut. Haben wir noch mehr? Haben wir nicht. Okay. Können wir bei... können wir hier was machen? Nee. Okay, Fertigkeit haben wir alles soweit gemacht. 5%. Natürlich werde ich auch wieder versuchen, alles auf 100% zu bringen. Richtung Training und sowas. Ne? Lass einen Wirbel aus Spalterarm. Den haben wir. Was ist das hier? Hebe die Gegner in die Luft und kann... Okay, das ist jetzt die Peitsche. Alles klar. Sehr gut. Da, eine Verbrechensmeldung. Okay. Ja, das kennen wir ja auch noch. Ne? In jeder Gegend gibt es verbreitern muss. Und wir haben jetzt hier so eine neue Flugfähigkeit. Auf geht's. Wir haben jede Menge Zeit. Die Cops haben mit dem Sand zu tun. Räumen wir den Laden aus. Verlust, aufladen. Hörst hier, zerquetscht. Okay, gedrückt halten für Luftschleuder. Jawohl. Zack, zack, zack. Nicht mit mir. So. Okay, Peitsche aktivieren, plus. Ich werde eine Petition starten, damit die Waffenclubs durch was Besseres ersetzt werden. Wie einem Club für Komplimente. Die schaden niemandem und sind umsonst. Verquetschte Spinne. Zum Beispiel, du kannst echt gut einstecken. Gut gemacht. Er hat jemanden eingesponnen. Hey, das klingt echt gut. Weniger Waffen, mehr Komplimente. So, doppelt hält besser. Haben wir es geschafft? Sandchaos in der Stadt ausnutzen. Wüsste ich doch nur, was mit Marco war. Da kommen noch mehr. Heißen wir sie willkommen. Spidey-Style. Okay. Geräte verhindere Verbrechen, um Technikteile zu verdienen. Diese Teile kannst du für die Herstellung starker Upgrades ausgeben. Kennen wir auch. Navigiere zum Höhenflug. Ah, okay. Das sind jetzt die Gadgets. Die halt auch ziemlich nice gemacht sind, muss ich sagen. So. Okay, damit können wir jetzt Gegner hochwerfen, ne? Wunderbar. Du bist uns im Weg. Ja? Eine meiner Superkräfte.
Okay. RT, Höhenflug, gedrückt halten. Ui! Ach, was? Oh Mann, ob der sauer auf mich ist? Manchmal sind Stress und Wut Geschwister. Halt einfach nach Notfällen Ausschau. Bist du jetzt etwas wütend? Bin ich nicht weit. Nur konzentriert. Fragt Mom auch immer, wenn sie wütend ist. Komm schon. Wie lange kennen wir uns jetzt? Hast du mich je wütend erlebt? Mal nachdenken. Das war eine rhetorische Frage. Doch. Einmal haben wir bei dir dieses Brettspiel gespielt und du hast ständig verloren. Ich war nicht wütend auf dich, sondern auf das Universum. Wir werden dich aufhalten. Das Geklicke willst du nicht. Er wird mich treffen. Okay. Noch jemand? Oh. Okay, App. Ach so, Vibe, was? Nach links wischen? Ich dachte, wo wir schon dabei sind, können wir sie auch upgraden. Wir brauchen nichts Besonderes. Wir müssen nur die Bürgermeldungen sehen. Absolut. Während des Updates sollten wir das Netz ausweiten. Melden wir uns bei Miles. Zu Miles wechseln. Nice. Da drüben. Sie konnte kaum atmen. Miles, hast du zu tun? Was brauchst du? Geh auf das Dach des Gebäudes in der Nähe. Gedrückt halten, dann loslassen. Zack. Und sehr schön. Nice. Yo, du klangst vorhin gestresst. Alles okay? Bus. Und ich hab Hunger und der Automat hat nur noch diese öden, natriumarmen Cracker. Oh Mann, wie blöd. Halb so wild. Also, ich gehe endlich dieses App-Upgrade an. Ich brauche nur noch ein bisschen Hilfe von meinen Friends. Cooles Wortspiel, das du noch nicht verstehst, aber das wird sich gleich ändern. Cool, der hat sogar ein eigenes Bild von Genki. Das ist schon geil mit dem Kleiden hier. Okay, ist ja gut. So, da hoch. Okay, bin da. Es sollte dort irgendwo einen Starter geben. Hier ist nichts, was wie ein Starter aussieht. Vielleicht unter dem Sand? Okay, ach hier. Nein? Schade. Ich dachte, das würde funktionieren. Okay, ich sehe den Starter. Was jetzt? Du wirst einen Friend drucken. Ein was? Ein Friend? Ach so, ja, klar, ja. Jetzt kapiere ich's. FRND. Lass mich raten. Freundliche Relais-Netzwerkdrohne? Nah dran, aber ist auch egal. Was zählt ist, dass sie raumzeitlich korrelierende Signale nutzt. Berechnungen in der Luft? Du bist ein Genie, Genki. Ach, du. Ich habe einen Weg für die optimale Netzwerkstabilität markiert. Folge ihm, damit das Signal stärker wird. Okay. Und es geht wieder los. Juhu. Oh mein Gott. Jawohl. Okay, lokales Netzwerk ist verbunden. Okay, sehr schön. Verbrechensmeldung. Alles klar, bin unterwegs.
den Jungs ist Spider-Man im Waffenclub. Wir müssen verschwinden, bevor er hier ist. Hey, Hilfe gefällig? Okay, hallo Freunde. Schnell antippen, um zu... Ja gut, das kennen wir ja schon. Da vorne gibt's einen Schlüsseldienst. Das war's für dich. So viele Typen für einen Transporter? Ist doch übertrieben. Hey, wie wär's? Naja, wenn wir stattdessen einfach den Leuten helfen. Oh, au, 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 au. Nicht zerreißen. Zerreißen ist nicht gut. So. Zack. Und nein. Aus dem Weg. Glaub lieber, dass ich hier nicht rauskomme. Vielleicht knallt's, Baby. Netz dich ins Knie. Und tschüss. Oh. Wunderbar. Oh, hi. Führe einen perfekten Ausweichmanöver aus, wenn dein Spin rot wird, um auszuweichen. Automatisch ein Netz auf dein... Okay, das kennen wir ja auch. Und zack. Miho, geht es dir gut? Ja, Ma. Und bei dir? Sie. Ich helfe Gloria in Downtown bei Feast. Oh, hast du schon Mr. Sinn wiedergekommen? Nein. Worüber haben wir geredet? Spider-Man bringt dich nicht ins College. Wird gemacht, Ma. Versprochen. Muss los. Nein, Zeit für die schweren Geschütze. Okay. Och nö, jetzt kommt die auch noch dazu. Na super. The Big Guys. Pariere erst Nahkampftreffer. Okay. Oh, zack. Und, achso, parieren. So. Ah, nice. Sehr gut. Erschieß dich, Spinne! Schlechter Rat! In einem Visier bist du winzig! Das trifft uns! Okay, wischen, jawohl. Coole Sache. Es gibt eine neue Anfrage. Im Hochhaus gefangen. Kann ich das jetzt auswählen zwischen ihm und ihm oder was? Peter und Trigger halten, dann los. Ja. Gute Arbeit mit der App, Genki. Das wird vielen Leuten helfen. Danke. Miles, erledigen wir diese Anfragen und dann ab in die Schule. Ja, Schule ist doch schon längst vorbei. Also ich glaube kaum, dass die so lange Unterricht haben. Höchstens Pause vielleicht noch. Spider-Man! Rette uns! Ein Kristall? Ich sehe ihn mir an. Ein Kristall? Was? Ist das vielleicht von Sandman gewesen oder was ist das? Warum kann ich... Ja, okay. Das ist... Ah. Okay, sag ich doch, Sandman. Okay, jetzt bin ich echt sauer. Let's
Update go. Ach nee, falsch. Das. Sehr gut. Wow, das klingt ja aus wie aus einem anderen Spiel. Mach uns ganz. Mach uns ganz. Okay, Marco. Alles schützt. Oh, krass. Okay. Kristall zerbrechen. Aus Erinnerung zu sein. MJ meinte, diese Kristalle sind in der Stadt verstreut. Ich sollte Ausschau halten. Okay, eine neue Nebenaufgabe. Eben war ich noch bei dir und dann warst du weg. Okay, da gibt es ja 14 Stück. Werden wir schaffen. Ist machbar. Hey, kümmerst du dich um die letzte Anfrage? Dein VIP sitzt in einer Limo fest. Rettung des Limousins, Fahrgast. Jo, ich bin bereit. Auf geht's. Hui. Genki, ist Mr. Sumida noch da? Ja, er ist gerade bei Haley. Sie hält ihn für dich hin. Super. Ich hoffe, er sagt mir, wie ich meinen Aufsatz schreiben soll. Den hast du noch nicht fertig? Also, da ich schon die Zusage der ESU habe, könnte ich dir helfen. Nein, du machst schon mehr als genug. Und wenn du mich ins College bringst, kann ich mir das dann ewig anhören. Ja, wohl wahr. Am Ball bleiben. Jemand braucht Hilfe. Ja, Miles, alles cool. So, sehr schön. Hey, bleib weg von der Limo. Das ist nicht die Limo. Und zack. Autsch, 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 autsch. Paparazzi sind schlimm genug, aber Paparazzi mit Waffen? Oh Gott, wer könnte das sein? Wer könnte der geheimnisvolle VIP sein? Sieht man den von hier aus? Nee, schade. Ach so. Ach nee, ich dachte, ich müsste. J. Jonah Jameson. Das muss ich Spider-Man sagen. Okay, das hab ich. Bring dir sie ins Krankenhaus. Und das hab ich mir fast gedacht. Spider-Man, du solltest dir diesen VIP unbedingt mal ansehen. Bin schon gespannt. Dreh noch einen Hydranten zu, dann komm ich. Mr. Jameson, hier ist Spider-Man. Sind Sie wach? Ich komme! Von links! Hey, Spider-Man! Guck mal, wer da ist! Was? Oh, nicht. Spider-Man! Jonah! Mein Sonnenschein! Ist okay? Hilfe! Ich wurde entführt! Was? Nein, ich helfe Ihnen, Mann! Mach ein Foto davon! Maskierte Kriminelle entführen beliebten Zeitungschef! Manches ändert sich nie. Seien Sie bitte nett zu den Ärzten. Boah, wie schön wir hier einfach mit dem rumfliegen können, ne? Hui, hui, Jonas, hui. Sie haben mich entführt, gegen meinen Willen. Ich war nicht bedrohen. Ich bin
bin umzingelt von Bedrohung. Aber J. Jonah Jameson geht nirgendwo hin, habt ihr kapiert? Ich gehe nirgendwo hin! Halt, was soll das? Wo bringt ihr mich hin? Mr. Parker, wo sind Sie? Direktorin Evans, hallo. Ja, ich bin es, Peter Parker. Tut mir leid, es war ein Notfall. Ich bin gleich da, versprochen. Ich sehe Sie besser in 10 Sekunden, sonst... Oh nein, schlecht. Halt. Krass, ich hab's wirklich getan. Ist das so Mieder? Oh, er ist gerade weg. Er sagte was von Urlaubsreise. Was? Das ist unglaublich, Haley. Und während du weg warst, habe ich erfahren, ich kriege das Rand-Stipendium. Ist das dein Ernst? Bro, das ist wie ein Vollstipendium. Ein großer Tag für alle. Hab echt was verpasst. Oh Mann, ich kann das nicht sehen. Aber ich kann auch nicht wegschauen. Direktorin Evans. Ja, dass Sie sich hier blicken lassen. Ich weiß, es sieht nicht gut aus. Nicht gut? Es tut mir so leid. Sieht mir jetzt nicht gut aus. Ich weiß. Das ist absolut lächerlich. Ich wollte das wirklich nicht und es wird nie wieder vorkommen. Ich habe genug davon. Nein, ich... Keine Ausreden mehr. Ihr Job ist es, die Schüler zu beschützen, nicht sie im Stich zu lassen. Sie sind gefeuert. Alter, du bist Spider-Man? Muss schwer sein, einen Job zu behalten. Aber ich wette, das kriegst du schon hin. Wegen des Jobs. Wir hatten auch schlechtere Dinge. Schreibe ich das in meinen Lebenslauf? Hör zu, beim New York Bulletin gibt es einen Fotowettbewerb. Ich habe gestern eins eingeschickt. Es ist nicht viel Geld, aber besser als nichts. Das ist Robbie Robertsons Zeitung. Wir waren früher beide beim Bugle. Ich glaube, ich weiß, was ihm gefällt. Danke, Miles. Kein Problem. Vielleicht schicke ich noch welche, wenn ich Zeit habe. Robbie sagte immer, zeig mir nicht die Stadt, zeig mir New York. Okay, ja, da hinten ist ein riesengroßer Sandsturm. Bedeutet das irgendwas? Drückteilaktivität zu sehen, jawohl. Gut, wir machen natürlich erstmal so weit, ne, hauptmissionsmäßig, bevor wir uns dann wieder an dem großen Sammeln begeben. Also wir finden jetzt schon wieder Stuff, dann ist natürlich anderes geplant. Ah, was haben wir? Okay. Sieht aus wie einer von Marcos Erinnerungskristallen, die Miles erwähnt hat. Das sehe ich mir an. Jo, mach das. So. Oh nein. Hallo, Freunde. Ich dachte mir, dass wir uns wiedersehen. Sand in den Stiefeln, Sand überall. Ein Albtraum. Mir den Kristall an. Jemand beobachtet uns, Kilia. Aber mach dir keine Sorgen. Das ist mein Job. Marco, er wird beobachtet. Und wer ist Kilia? Okay.
Neugierige Blicke. Fünf Stadtmorgen. Stadtmorgen waren ja, glaube ich, dafür da, um, ich glaube, um Sachen freizuschalten für Anzüge oder sowas. Ja, man kennt's, ne? Man sieht ein Verbrechen und bevor wir uns auf die Hauptmission konzentrieren, natürlich erstmal das Verbrechen klären. Das war ja schon im ersten Teil so. Egal, wo du hingehst. Ein paar Vollidioten wollen da einbrechen. Hey, wo kommt jetzt der Miles her? Grüße. Ja, gut, das, okay. Okay. Einfach mal schön Hack gegeben, ne? Eine schöne Umarmung und dann wieder weg. Und das nächste Verbrechen im Gange. Yay. Okay, schaffen wir es? Die Fotos und das Verbrechen? Oder? Ne, wir machen erstmal Verbrechen. Verbrechen hat Vorrang. Oh. Kein Verbrechen? Oben wischen, um die Kamera auszurüsten. Ja. Achso, nach oben. Fotos schießen. Okay. So, jetzt noch einsenden und. Peter, wie läuft's bei dir? Robbie, hi. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet, aber ich wollte dir nur sagen, dass ich ein Foto bei euch eingeschickt habe. Wunderbar. Damit können wir was anfangen. Ich muss zum Meeting. Aber wenn du die New Yorker Atmosphäre noch irgendwo anders einfangen kannst, schick es her. Schön von dir zu hören. Gleichfalls, Robbie. Danke. Okay, was ist das da unten? Warum sind nur die Grünen? Du hast Distriktfortschritt erzählt, indem du in die Little Odia Verbrechen gestoppt und Aktivitäten abgeschlossen hast. Die Karte zeigt und verfolgt Aktivitäten in allen 14 Districts New Yorks. Mit deinen Fortschritten dort werden neue Aktivitäten freigeschaltet. 14? In jedem District gibt es 3 Belohnungsstufen. Die 2. Belohnungsstufe erlaubt dir, Schnellreisen innerhalb dieses Districts zu nutzen. Scrolle über ein District, um deinen Fortschritt zu verfolgen, um sich regelmäßig auf der Karte nach um Gelegenheit entdecken, wie du New York helfen kannst. Erkunde die Stadt, Aktivitäten in der Nähe, enthülle und sieh zu deiner Karte hinzu. Kurs Erinnerung, Fotos 1 von 3, Anfragen, okay. Und der Rest ist noch gesperrt, gut. Was ist das? Hey, Quatsch, hier. Achso, das sollen die Fotos sein. Okay. Sorry. Kann ich jetzt hier Foto machen, oder? Okay. Meine Großmutter sprach immer davon. Sie ging jeden Sonntag über die Brücke, um das frischeste Gemüse der Stadt zu kaufen. Aber einmal kam sie zu spät und der Typ vor ihr kaufte alle Tomaten. So lernte sie meinen Opa kennen. Schön, was haben wir hier? Speedstore oder was ist das? Luftzug? Oha. Okay. Okay.
Geschwindigkeitsboost aktivieren. Okay, gut. Weiter geht's. Was haben wir noch? Foto. Mein Anzug ist überall voller Sand. Ich sollte Verbrechen. Ja, Panzerwagen. Och nö, nicht schon wieder. Panzerwagen wird überfallen. Ist heute Dienstag? Hey! Mischst du meinen Kampf auf oder ich deinen? Wir mischen das Verbrechen auf. Ach, cool, da kommt automatisch dazu. Interessant. Nach dem Kampf geht auf mich. Mach's gut. So, nächste Foto-Action. Foto. Oder warte mal, war hier irgendwo Foto? Hier war noch Foto. Da lang war nicht Foto. Okay, dann da lang. Ach, da hinten. Motiv verdeckt. Okay. Wie mache ich das am besten? Von hier aus? Nee. Gut. Kann ich? Nee, von hier weg. Oh, hi. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ach, das war das Motiv gewesen. Okay, ich dachte, das war hier... Okay, Augenblick. So, da bin ich wieder. Okay, weiter geht's. Nächste Runde, nächstes Verbrechen. Stoppt das Fluchtfahrzeug. Der hat fast jemanden gerammt. Ich sollte etwas tun. Es ist Spider-Man. Okay, diesmal muss ich nichts drücken, damit das Auto stehen bleibt. Sehr schön. Ja, so schnell kommt man auf Stufe 4. Man macht nicht viel und kriegt schon die nächste Stufe. Der Überfall. Ich muss sie aufhalten. Wenn ihr zwei Dollarscheine sucht, die Bank an der 101. hat welche. Du hast verloren. Gib auf.
zu leicht. Versucht es wenigstens mal mit einem Plan. Okay, das Nebenziel habe ich nicht erreicht. Dreimal ausweichen. Schade. Aua. So, was haben wir hier Schönes? Du hast eine Stadtmarke erhalten. Mit Stadtmarkentechnikteilen und anderen Ressourcen kannst du neue Anzüge kaufen. Na, hab ich doch gesagt, dass man das kann. Du kannst für deine Anzüge auch neue Varianten herstellen. Stelle die Variante für den verbesserten Anzug 2.0 her. Okay. Anzüge mit Varianten besitzt zusätzlich zur Originalführung 3 alternative Varianten. Zusätzliche Anzüge und Varianten werden durch deinen Fortschritt freigeschaltet. Erwirb sie, indem du Stadtmarken und andere Ressourcen sammelst. Okay, den können wir uns holen, den können wir uns holen und den können wir uns holen. Das sieht nicht schlecht aus. Okay, das ist der klassische Anzug. Das ist eben, ne? 2.0. Verbesserter Anzug. Und beim Miles haben wir auch die Möglichkeit, ne? Bei Miles können wir auch 3 Farben. Oh, der weiße ist nice. Varianten herstellen. Ich nehme den weißen. Der ist. Oder warte mal. Ne, doch, ich bleib beim weißen. Der sieht gut aus. Ah, der ist natürlich auch interessant. Hm. Okay. Na gut, bleiben wir erstmal hier. Stylisch. Sehr schön. Das hört sich doch gut an. Hey, MJ. Hey, ich wollte dir was in deine Wohnung bringen. Ist die Hintertür offen? Keine Ahnung. Ich musste heute früh schnell weg. Ich treffe dich einfach dort. Okay, cool. Sind Miles und du gut in die Schule gekommen? Yep. Was für ein erster Tag für dich. Hoffentlich ist morgen weniger los. Ja, das wird es sicherlich. Bis gleich dann. Autsch. Was ist schlimmer als gefeuert zu werden? Das seiner Freundin zu beichten. Ja, das ist es. So. Diese Transaktion werde ich melden müssen. Servus. Hey, Tanzpartner gefällig? Ach, schade. Okay, die berühmte Spidey-Anspielung. Du. 3 Spider-Mans. Gut, 2 waren es gewesen, aber kommt schön hin. So, was ist das Schönes? Kriminelle haben Überfall in der Stadttechnik versteckt. Finde sie und nimm sie in den Kriminellen ab. Mhm. Bescheid. Wir können das brauchen. Gut, den Underground kennen wir ja aus der Story von Miles Morales. Ne, darum ging es ja dann im DLC, beziehungsweise, ich weiß nicht, kann man sagen DLC oder Hauptspiel? So Zwischending, ne?
ganze Chaos vom Sandman. So langsam gefällt dir das Teil wohl. Ja, es ist in der Stadt praktisch, aber ich bin wohl nicht so der Biker-Typ. Aber mein Typ. Was ist? Bin gefeuert. Du warst doch so begeistert von dem Job. Ich weiß, ich hatte schon das Semester geplant. Wir wollten nächste Woche einen Heli mit Kartoffelantrieb. Jonah schon Hausputz? In etwa. Er gründet eine radikale Leistungsgesellschaft. Och, was heißt das überhaupt? Das heißt, dass jeder, der nächste Woche keine Titelstory schreibt, gefeiert wird. Na, dann bist du ja fein raus, weil du die Beste bist, die sie haben. Was ist da drin? Unverkaufte Simkaria-Bücher. Bei mir ist kein Platz mehr. Du hattest doch gute Kritiken. Und 14 verkaufte Ausgaben. Niemanden interessiert Simkaria. Der Bugle hat den größten Absatz in der Stadt. Dort kann ich etwas bewirken. Aber wenn ich gefeuert werde, weiß ich nicht, was ich tun soll. Brauchst du den Bugle überhaupt für das, was du tun willst? Ich wollte von außen etwas bewirken und 14 Ausgaben. Ich muss die Dinge von innen heraus verändern. Ich hab noch nicht aufgeräumt. Hinterzimmer? Ja. Ich räume mal ein bisschen auf. So wie früher. Okay. Räume das Haus auf? Ja, sieht schon. Naja gut, ich sag mal so, ne? Er ist bei dir, er hat keine Zeit zum Auspacken. Es reicht, wenn er einen Ort zum Schlafen hat, zum Essen hat und ja, gut. Ja, das. Oh Mann, das wollte ich so gern spielen. Mir fehlt dafür nur die Zeit. Speed Nunakon. Nunakon, okay. Kann ich das irgendwie hinwenden? Nein, kann ich nicht. Schade. Ich dachte, man könnte auf die Rückseite lesen, was das für ein Spiel ist. Ob das noch... Oh, ja, gut, das, ja. Schade, dass der Lehrerjob nicht geklappt hat. Wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Ich könnte echt eine Auszeit gebrauchen. Aber das kann ich mir nicht leisten. Und wenn du das Haus verkaufst? Das geht nicht. Ich könnte schon, aber das geht nicht. Wenn du Zeit brauchst, kann ich dir mit der Hypothek helfen. Nein, nein, das geht nicht. Und du meintest, dass Jonah Kahlschlag machen könnte. Er wird mich nicht feuern. Ich weiß, wie viel dir dieses Haus bedeutet. Wir kriegen das hin. Du bist zu gut für mich. Ja. Okay. Was haben wir noch? Wäsche? Nee. Ah, typisch. Hey, hast du noch mal über den Einzug nachgedacht? Das hatten wir doch schon. Ich muss in der Stadt sein, in der Nähe des Geschehens. Aber hier könnten wir so schön zusammen essen. Wann hast du denn das letzte Mal zu Hause gegessen? Hast ja recht. Na klar, der hat sein Fertiggericht reingissen, wieder abfort. Okay. Was ist das jetzt? Kommt noch was? Haben wir noch irgendwas zum Verräumen? Können wir hochgehen? Ah, da ist ja noch was. Oh. Okay. Peter Parker, 15. FNA Forest Hills, New York. 11375. Hypothek, Kontoauszug, Kontonummer. Okay, Adresse des Objekts. 15 FNA Forest Hill, New York. Überfälliger Betrag. Erläuterung des fälligen Betrags. Laufende monatliche Zahlung. Überziehungsgebühr. Fällige Gesamtsumme. Kontodaten, Aufstehforderung, ausstehende Forderung, Tilgungsturnus, verbleibende Tilgung und Zinsen. Oha. Die Hypothek wollte May Feast retten. Jetzt hab ich's schwer. Ja. Hey, was ist das? Was denn? Ich
Ich will es nicht wissen. Ich gehe jetzt nach oben. Tschüssi, MJ. Ach, schade. MJ, was hast du gefunden? Ist das alles von May? Ja, ich muss es spenden, aber noch nicht. Was hast du da? Ein paar süße Fotos von dir. Habe ich lange nicht angesehen. Ich glaube, das war in meinem Zimmer. Warum hat sie es fotografiert? Gleichgewicht. Was soll das heißen? Ob es wohl noch da ist? Ich schau mal nach. Okay. Sag Bescheid, was du findest. Ich schau mir hier die Fotos an, die du mir nie gezeigt hast. Oh, wie niedlich. Ja, was haben wir denn hier? Was ist das? Achso. Keine Sorge, May. Ich halte dein Pfannkuchenrezept in Ehren. Das hoffe ich doch. Sonst gibt's Ärger. Kommt die May wieder und sagt, hey, das war mein Rezept. Hier sollten ein paar Kerzen stehen. Man stellt doch Kerzen ins Bad, oder? Oder man macht das Fenster auf und lüftet ein bisschen. Okay, da ist unser Zimmer. Dann gehen wir erstmal hier rein. Riecht immer noch nach May. Oh Mann, manchmal überkommt es einen einfach. War das Loch gleich wieder? Ruhe da draußen, ich muss überlegen. Okay, hier ist es schon mal nicht. Poster, Leon Gitarre. Okay, okay. Rusher, nee, Crusher Hogan. Nicht Rusher, Crusher. Okay, und das ist bei die Kostüm. Ja, liegt halt perfekt, ne? Crusher Hogan versus The Spider. New York City. Ah, okay, das war die Geschichte. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Eine Ratte in der Wand. Hey, was? Was ist los? Nichts. Ich war nur... In deinem Alter habe ich den Debattierclub geleitet. War Kapitän in der Fußballmannschaft und zweite Geige im Orchester. Jedes Jahr wollte ich wieder etwas Neues erreichen. Aber als ich auf die Liste der besten Schülerinnen wollte, ging nichts mehr. Anstatt in ein paar Dingen gut zu sein, war ich in gar nichts gut. Also habe ich zurückgerudert. Gleichgewicht ist eine lange Reise und nicht das Ziel. Arbeite noch dran. Komm schon. Na los, hör zu.
recht haben. Es ist einfach zu viel. So kann es nicht weitergehen. Ich sollte nach MJ sehen. Okay. Ja, schönes Bild. Ach ja. Gut, ne, hier gibt's nichts mehr. Okay, dann können wir ja zu MJ gehen. Ja, die Maske liegt hier. Ne? Wie gesagt, wenn jetzt hier jemand vorbeikommen würde und mal gucken würde, der würde sehr viel Zeug finden. Hm. Oh. Oh, May. Was für eine Brille. Onkel Ben, du siehst gut aus. Okay. MJ, wo bist du? Juhu. Hab einen Tipp. Raft verlegt morgen ein paar Insassen zur Beurteilung nach Ravencroft. Weißt du wen? Nein, aber das finde ich raus. MJ? Haben mir noch keine MJ-Umarmung erlaubt. Sorry. Harry. Hab dich vermisst. Ich dich auch. Hab das von May gehört. Tut mir so leid. Und wie war Europa? Es tut mir leid. Ich wurde isoliert behandelt hier in der Stadt und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ist das das gleiche wie bei deiner Mom? Es war. Vergangenheit. Es ist wohl in Remission. Harry, das ist unglaublich. Du siehst toll aus. Ich fühle mich auch toll. Ich muss zur Arbeit. Abendessen morgen? Coney Island? Wie in alten Zeiten? Abgemacht. Das ist neu. Das hat sie gelernt, als wir in Sumkaria waren. Sorry, dass ich einfach so vorbeischneie. Nein, nein. Willst du nicht reinkommen? Eigentlich habe ich gehofft, du hättest Zeit für eine kleine Spritztour. Klar. Krass, dass der Billigflieger noch auf der Straße ist. Ich dachte, wir könnten rumfahren wie früher immer. Ist das mein altes Fahrrad? Nee, hab's im Internet gefunden. Fast gleich aus, oder? Wow. Ja. Es hat sogar die gleichen Aufkleber und alles. Und es ist echt nicht mein Fahrrad. Bereit? Ja. Wo geht's hin? Wart's ab. Na los, versuch mitzuhalten. Ganz sicher, dass du das schaffst? Oh ja, mir geht's gut. Der Stock ist nur eine Absicherung. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht. Ich glaube, du hast mehr Energie als ich. Dann erzähl mal, was hast du alles so getrieben? Ich... Hung auf war. Und ich helfe einem Highschool-Schüler. Er ist... was Besonderes. Glückspilz. Ohne deine Hilfe hätte ich die Matheprüfung nie bestanden. Ich habe von deinem alten Boss gelesen, Dr. Octavius. Es war bestimmt verrückt. Das kann man so sagen. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Harry, warum hast du nicht gesagt, dass du krank bist? Ich wäre sofort gekommen. Der Anblick hätte dir nicht gefallen. Die Behandlung war schrecklich. Ich war 3 Jahre lang in einem Tank voller Heilmittel. Ich hatte immense Albträume. In einem Tank? Wow. Experimenteller Kram. Das ist heftig. Tut mir echt leid, Harry. Moment. Das ist die Midtown High. Ist das also unser Ziel? Ich sag weder ja noch nein. Hier sieht's doch genauso aus wie vor 10 Jahren. Danke.
Komm schon. Was sollen wir hier? Wir haben die Highschool gehasst. Weißt du noch, als Flash und seine Kumpels meinen Laptop geschrottet haben? Die Präsentation war weg. Die für den Jungunternehmerwettbewerb. Daran haben wir Monate gesessen. Und das Landestreffen war am nächsten Morgen. Ich hatte ein Backup auf einem Stick. Aber der lag in deinem Spind. Wir haben die Schule angerufen und gebettelt, uns reinzulassen. Aber die sagten nein, weil es so spät war. Wir waren so verzweifelt, sind um die ganze Schule gerannt und haben jede Tür probiert. Bis wir zu der hier kamen. Warte, was hast du? Wir mussten sie aufhebeln. Ziemlich sicher. Was? Ich dachte, du weißt es. Ja, ich weiß es auch. Warum fragst du jetzt nach? Weiß nicht, ich bin halt nervös. Keine Angst, er ist da. Okay, das ist cool, dass man jetzt mehr von Peters Vergangenheit erfährt. Hier drüben. Ist ja gut, Harry. Harry Osborn. Ist gut. Was gibt es denn da Schönes? Den Rookie des Monats, Junge. Du wirst für eine Ewigkeit in diesem Team sein. Laufen wir durch. Warte, er sieht uns. Dieser Mann meint's ernst, Leute. Wir werden ihn noch sehen. Die Fans setzen das Team auf der Zielgerade unter Druck. Ziel einfach auf was Lautes. Einmal? Nee, zu viel Chaos. Flash, mach dich auf was gefasst. Zeitfehler? Das war ein Nein, es soll laut sein. Kein Vandalismus. Zwei Outs zurück auf der Plex. Jetzt. Gut. Jetzt los. Und los. So was machen Verbrecher. Bin ich jetzt auch einer? Hey, hab's vergessen. Ich habe meiner Mom unsere Präsentation gezeigt. Sie war begeistert. Ihr einziger Kritikpunkt war der Name. Sie meinte, wir sollten sie Heilung der Welt nennen. Mein Gott, das ist perfekt. Oder? Dein Spind ist in der Nähe der obersten Treppe, oder? Runter! Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Wir trennen uns. Treffpunkt Tunnel. Hey, wer ist da? Wir haben Ärger, wir haben Ärger. Hilfe! Oha. Homecoming. Oh, Homecoming-Ball. Kennen wir doch den guten, das gute Homecoming-Fest. Kann ich? Ja. Gedrückt, dann wird es den Sprung an die Decke. Ah, okay. Cool. Guck, guck, Kamera. Hallo. Ah, nee, ist ein Projektor, keine Kamera. Schade. Ach, da lang. Nee. Natürlich, ganz leicht, Peter. Easy going. Also los. Was war das? Shit. Hey! Oh, ich wünschte echt, ich hätte ein Online-Backup erstellt. War eindeutig ein
es nicht. Ich bin ein Geist. Lüftungsschächte. Wie für Spinnen gemacht. Och, ich muss erst meine Netzschießer auffüllen. Okay, wo habe ich die Netzflüssigkeit gelassen? Hier ist Yu. Dr. Octavius hält nächsten Monat einen Gastvortrag. Ich sollte mir schnell eine Karte besorgen. Ein wenig Heldenverehrung geht schon in Ordnung. Ah, der gute alte Avengers Tower. Gibt es da auch wieder Achievement, wenn man da hochklettert? So, was haben wir hier? Ich weiß, ich habe sie irgendwo hier drunter gelegt. Ja, klar, das sieht... Hab sie. Oh, Mist. Ich wollte wirklich rausfinden, wie ich die Kapazität dieser Dinger erhöhen kann. Und jetzt zu Harry in die Turnhalle. Okay. Komme ich von hier aus? Ja. Mist, die Turnhalle ist auf der anderen Seite des Ventilators. Mein Rucksack, den hatte ich ganz vergessen. Ich sollte mir sowas lieber aufschreiben. Kann ich den nehmen? Nee. Okay. Harry, ich komme. Ich kann dem Kerl nicht entkommen. Ich muss ihn ablenken, um hier rauszukommen. Drück zum Zielen. Ja, aber wo denn? Wo ist denn hier eine Ablenkung? Ach so, die Ballons oder was? Nee, das hier. Ah, was war das? Okay. Ich mach mich aus dem Staub. Tschüssi. Falscher Weg, oder? Ich wette, Harry ist schon in der Turnhalle. Nicht richtig? Nee. Brightfield Rick. Ich muss ihn von der Tür weglocken. Ja, so. Sorry für das Chaos, Rick. Okay. Jetzt? Kann keiner mehr sagen, dass es hier nicht spukt. Kein Geist. Nur eine Spinne. Okay. Nur eine Spinne aus der Nachbarschaft. Tralala. Wieder. Das war irre. Hat sich nichts verändert. Nur, dass uns niemand auf den Fersen ist. Das heißt, wir haben Zeit für ein paar Körbe. Sicher, dass du dabei bist? Die Frage ist, bist du's? Oh. Beweis es, Großmaul. Etwas rostig, kein Ding. Hübsch. Oh klar, das wieder. Ah, oh, okay. Was? Controller neigen oder umzielen?
Okay, das ist cool. Ist das richtig? Ach Mist. Ich bin so happy, dass es dir besser geht. Ernsthaft. Danke. Hey, ich weiß gar nicht, wie Mays Haus jetzt aussieht. Gibt nichts zu sehen. Ich hatte viel zu tun und ich weiß nicht. Ist komisch, es zu verändern. Verstehe. Es muss wirklich hart sein, Pete. Keine Eile. Okay, dann mal los. Okay, auf ein neues. Diesmal ohne... jetzt und Schuss. Ja. Nice. Jay einzieht, hilft sie vielleicht mit dem Haus. Ich weiß nicht. Würde sie nicht? Ich weiß nicht, ob sie einzieht. Oh. Tja. Ich dachte, es läuft gut zwischen euch. Sie war bei dir? Wir kriegen es schon hin. Wie immer. Wie steht's denn? Ich auch nicht. Danke fürs Herbringen. Das habe ich gebraucht. Ich auch. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich kenne diesen Blick. Was hast du vor? Weißt du noch, wo dein alter Spind ist? Was meinst du, wo der Wachmann ist? Bestimmt noch im Ostflügel. Hol mir den USB-Stick aus deinem Spind und weg hier. Flash sollte für deinen kaputten Laptop bezahlen. Vergiss es. Er darf nicht einfach so davonkommen. Er ist Captain des Footballteams. Ich Background-Sänger in der Musik. Er wird damit davonkommen. Alt, wir zahlen es ihm heim, indem wir morgen gewinnen. Oha. Geh da drunter. Ich muss ihn zum Aufzug locken. Ich habe diese Etage dreimal überprüft. Das ist eine verdammte Gänsejagd. Ist da jemand drin? Was ist da los? Na komm, geh wieder zu. Geh wieder zu. Komm, geh zu. Sehr gut. Er ist weg. Oh, echt Glück gehabt. Oh, ja. Schnell, hol den Stick und weg hier. Okay. Kann ich schon mal gucken? Zug. Gehört dieser Typ auch dazu? Nope. Lauf! Hey! Alter, wir landen im Knast! Ich bin uns nicht erwischt! Von Nostalgie, die ich mag! Hast du den USB-Stick noch? Ja. Wir müssen bloß durch diese Türen. Fast geschafft. Aufmachen, Polizei! Ich hab die Cops gerufen, jetzt kriegt ihr Ärger! Lauf! Aber halt sie noch kurz zu. Ich hab eine Idee. Was soll ich tun? Mich schnappen lassen. Warte, fast vergessen. Ja, die sind hier irgendwo. Okay, ihr zwei schwärmt aus, während ich seine Aussage aufnehme. Ich muss den Wachmann allein erwischen, um den Stick zu bekommen. Sie sind irgendwo hier drin. Gut, das ist natürlich schlecht jetzt, ne? So, weit fühlt
nicht direkt. Aber ich habe sie gehört. Woher wissen Sie, dass es mehrere sind? Sollten Sie sie nicht suchen? Bestimmt sind sie schon auf der Flucht. Erstmal durchatmen. Was haben Sie gehört? Also, zuerst habe ich etwas im Treppenhaus gehört. Wo war jetzt der zweite Punkt? Weil ich nicht direkt Schritte gehört habe. Aber nee, ach hier. Okay, jetzt fehlt nur noch der dritte. Jetzt muss ich nur noch den letzten ablenken. Oh. Einfach den Kronleuchter fallen lassen. Wäre aber nicht gut. Machen wir nicht. Okay. Das geht nicht. Ich dachte, dass wir hier vielleicht was machen können. Ah, die Kamera. Nee, hä? Ach doch. Oh Gott. Ja, toll. Er ist allein. Und jetzt präsentiere ich den Kopfübertaschendieb. Ja. Ja, komm, lauf Richtung hier, dann kann ich von oben. Und ich will nicht mal daran denken, was ist, wenn das keine Schüler sind. Ich weiß natürlich, dass es. Ah, okay. Gut, damit komme ich dir rein. Oh nein. Ui. Okay? Verstecken wir uns! Das sind nicht die Cops. Das ist mein Dad. Dad, ich wollte doch anrufen, wenn ich zu Hause bin. Was ist los? Peter, entschuldigst du uns einen Moment? Harry, was ist das? Ich glaube ja immer noch, dass unsere Präsentation gewonnen hätte. In den letzten 10 Jahren ist viel passiert.
dass ich jetzt hier sitze. Ich habe eine zweite Chance. Und die werde ich nutzen. Aber ich brauche dich an meiner Seite. Wow, das ist ganz schön viel auf einmal. Komm doch morgen mal ins Labor und siehst dir an. Du hast ein Labor? Ich zeig dir meine Ideen. Dann können wir weiterreden. Okay? Klar. Pete, wir werden die Welt heilen. Im Anflug. Statusmeldung. Die Villa und die Arena sind fast fertig. Aufklärungseinheiten melden. Sandman ist uns entkommen. Rückeroberung geht nicht. Dann war er nicht der Richtige. Verstanden. Ich erwarte Befehle, Sir. Bereiten Sie sich auf die Versetzung vor. Und versagen Sie nicht. Schon wieder. Was hast du zu tun? Was es auch ist, bin dabei. Ich brauche Hilfe beim Babysitten in Red. Klingt gut. Sag's mir unterwegs. Sieh mich nicht so an, Dad. Ich mach nur eine Pause. Hola, Miro. Wie läuft's mit dem Aufsatz? Ganz gut. Ich muss aber kurz mal weg. Pete braucht meine Hilfe. Wir wollen nur... Ich verzichte lieber auf die Einzelheiten. Mach dir keine Sorgen, Ma. Einen Moment, bitte. Du hast doch in letzter Zeit abends öfter mal länger gearbeitet. Und genauso war's bei mir auch. Naja, nicht wirklich. Sieh mich nicht so an, ich stecke nicht in Schwierigkeiten. Es ist nur... Ich war ein paar Mal aus. Dates, eigentlich. Ach so. Und da ist dieser eine Mann, den ich ein paar Mal traf. Und es... Naja, es läuft gut. Ma, was willst du mich fragen? Ich würde ihn gern einladen. Zum Pastelon. Ich kann bestimmt irgendwelchen Spinnenkram machen. Damit ihr allein sein könnt. Nein, ich möchte, dass er dich kennenlernt. Und dass du ihn kennenlernst. Aber wenn dir das unangenehm ist, verstehe ich das. Ma. Bei Pastelon bin ich immer dabei. Bis dann. Okay, natürlich. Ich sollte zum Raft. Vielleicht können mir die Windkanäle helfen. Ja, nein. Da ist noch einer. Okay, gut, dann würde ich sagen, das ist der Beginn eines neuen großen Abenteuers und die Folge ist leider schon vorbei, denn wir haben schon, ja,
die Grenze überwunden bzw. erreicht. Und dann würde ich sagen, das war oder ist eine weitere Folge Spider-Man, Marvel Spider-Man 2. Wenn euch dieses Projekt gefällt, lasst es mich gern wissen. Und was haltet ihr von dem Spiel? Wer ist euer Favorit? Peter oder Miles? Schreibt es mir alles gern in die Kommentare. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir auf dem Weg zum Raft sind. Und ja, bis dahin erstmal. Tschüss.